Hallo Leute und willkommen zu einem ganz besonderen Boxbreak, weil hier haben wir das Panini Donruss Basketball, die Retail-Box von 2020-21, wie man sieht, gekauft über StockX, somit auch ein Original. Was erwartet uns heute? Ja, also das sind 24 Packs pro Box, 8 Karten sind in jedem Pack. Die Rookies sind drin und das Wichtigste, das hat man hier schon mal gerade gesehen, das ist ein Autogramm per Average. Also ich hoffe, wir haben da nicht das wahnsinnige Pech. Und dann sind natürlich 24 Inserts oder Parallels per Box drin, also eigentlich in jedem Pack eins. Deswegen, wir gehen rein. Stück von innen aus. Ja, schönes Pack-Design mit Steph Curry drauf. Das haben wir mischen dann auch mal ein bisschen durch. Aber dann gehen wir rein ins erste Pack. Alright. Wir haben Evo Fournier. Kann ich gar nicht lesen. Kevin Porter Jr. Anobi, Fred Van Vliet, gerade All-Star geworden. Das erste Parallel, nicht schlecht, mit Mr. Kyrie Irving. Und dann haben wir Rated Rookie Killian Hayes von den Pistons. Das ist ein guter. Und wir haben noch Patrick Williams als Rookie. Okay, wir haben Rudy Gobert. Wir haben Eric Bledsoe. Okay, Eric heißt er. Oh, Aaron Gordon noch für die Magic. Oh, Complete Players. LeBron James. Nice, sieht gut aus. Wir haben Rated Rookie Cassius Minson und wir haben, oh, knapp daneben Nick Richards von den Charlotte Hornets. So, wir haben Donovan Mitchell, wir haben Chris Middleton, Brockton, Musiku und Jamal Murray. Wir haben Great Expectation mit, das Rookie, Aaron Nesmith, sehr schön. Wir haben Trey Jones als Rated Rookie und wir haben Daniel Oturo. So, wir sehen D'Angelo Russell noch bei den Timberwolves. Wir haben im Angebot Mo Bamba, Mahmandrea, John Collins. Ah, LeBron James, die Base Card. Okay, gut. Blake Griffin noch bei Detroit. Oh, Bogdan Bogdanovic. Wir haben Jaden McDaniels und wir haben nochmal Caleb Martin. Ah, Anthony Davis. Malik Beasley. Wendell Carter Jr. Ricky Rubio. Da könnte natürlich, könnte das unser Autograph sein von den Utah Jazz und es ist Elijah Hughes und zwar Rookie. Das ist doch aber mal richtig gut. Rookie Card nimmt man gerne mit Autograph. So, da haben wir den Bang schon drin. Ja, schönes Design und auch eine gute Unterschrift. Hat er gut gemacht. Dann haben wir noch Cole Anthony. Oh, schöne Rookie-Karte, Rated Rookie. Noch mit. Wir haben dann noch den Rated Rookie mit Precious Achiuwa. Und noch die Parallel Franchise Features mit Bradley Beal. So, wir haben Jared Allen.
Terrence Ross, Kristaps Porzingis, Hassan Whiteside, Great Expectations, Patrick Williams von den Bulls, Kenyon Martin Jr., gute Rookie-Karte, und wir haben unseren Freund Elijah Woos, diesmal als Rated Rookie. So, wir sehen Jeff Green, Bryn Forbes, Jaylen Brown, Joel Embiid, nice, Damian Lillard, schade, eine schöne Karte, aber kein guter Spieler, Aaron Baines, Arthur Buike und von den Wizards Danny Avdija, Tristan Thompson, Montrezl Harrell, Jason Tatum, sehr schön. Jared Culver, nochmal Kyrie. Okay, noch nie gesehen. Matisse Thybulle. Ja. RJ Hampton. Und wir sehen Pokuševski. Daniel House. Drew Holiday. Jaren Jackson Jr. Nochmal Matisse. DeAndre Ayton, Great Expectations from whom? RJ Hampton, Isaiah Stewart und Spencer Dinwiddie mittlerweile bei Dallas, Shea, Trae Young, Patty Mills, australische Legende, Norman Powell, da freuen wir uns aber. League Leader. Dirkster. All-Time League Leader in what? Scoring. Rare Breed. Wir sehen Obi Toppin. Nice. Oh, und der Ant-Man. Anthony Edwards. Der ist big. Den nimmt man gerne mit. Das war. Oh, wir sind Mellow. Noch in Portland. Caldwell Pope, gut. Dann sehen wir Kelly Oubre Jr. noch bei Phoenix. Oh, Dwight Howard. Karl Anthony Towns. Und wir sehen Gordon Hayward. Ja, bei den Celtics, da war echt dann noch ein, da war gerade All-Star. Und dann hat er echt, könnt ihr mal googeln, schlimmste Verletzung aller Zeiten im ersten Saisonspiel. Dann haben wir nochmal Kenyon Martin Jr. und wir haben Elijah Hughes. Chris Dunn, Nerlens Noel, oh, das war mal ein hoher Pick. Oh, Ja Morant, sehr cool, sammeln wir. Colin Sexton, Josh Richardson, oh, Zach LaVine, da freuen wir uns auch drüber, einer unserer Favoriten. Wir sehen Robert Woodward und wir haben Vernon Carey Jr. So. Landry, Bogdan Bogdanovic, De'Aaron Fox, ja, war aber auch ein Highly Prospect, Trevor Ariza immer noch unterwegs, ah, DeJounte Murray, ist auch gerade All-Star geworden, wir sehen hier Franchise Features, RJ Barrett, schöne Karte, Azubuike, und nochmal Danny Avdija, Hammer schon. Joe Ingles, Jeff Teague, den gibt's auch noch. Al Horford. Marvin Bagley. Goran Dragic. Wir sehen Jaren Jackson Jr. Robert Woodard, haben wir auch schon gesehen. Und Vernon Carey Jr. Jay Crowder. Troy Brown Jr. Lou Williams. Wayne Bacon, the one and only, Thon Maker, oh, Power in the Paint, Karl Anthony Towns, wir haben nochmal Azubuike und wir sehen Josh Green von Dallas, mal für einen dicken Pull, Wesley Matthews, Marquise Chris,
Shane Milton, Jackson Hayes, Jonas, wir sehen Luka Doncic, Mad Future Stars, nice, oder Fantasy Stars, den nimmt man natürlich gerne mit, Okunoro und Grand Riller der 100, den sehen wir hier, neben Jana, kennen wir nicht, Thomas Bryant, Harry Giles, Langston Calloway. Wir sehen Markel Fultz mal wieder. Okay, ein Rated Rookie Parallel. Das wiederum ist nicht zu verachten und gut. Und wir haben Kyra Lewis und wir sehen Jalen Smith. Alfred Payton. Danny Green noch bei den Lakers. CJ McCullough, da auch noch in Portland. Jim Wall bei den Wizards noch. Da war der MVP, Nikola Jokic. Wir sehen Buddy Hield. Parallel. Oh, da haben Big Bull nämlich unseren Freund LaMelo Ball als Rookie. Damit hat sich die Box schon gelohnt. Und Cassius Stanley. Sehr nice. Kyle Lowry, Brandon Ingram, Devin Booker, Otto Porter, Anthony Davis in einem Parallel, Complete Players, Jameis Ramsey und Jordan Nwora, Zach LaVine, Brandon Clark, Robert Covington, James Harden noch bei den Rockets, lange her. Kemba Walker, wen sehen wir da? Franchise Features, Damian Lillard, Theo Maledon und wir sehen Malachi Flynn, Danilo Gallinari, Brook Lopez, Doug McDermott, DeMar DeRozan, Torrey Craig. Das ist eine Rookie-Parallel mit Emmanuel Quickly. Die wiederum ist big. Sehr schön. Und wir sehen Mr. CJ Alibi und Nico Mannion. Da würde mir wundern, wenn der noch in der Liga ist. Wir sehen Miles Turner, Mike Conley, Michael Porter Jr. Oh, Dennis Schröder. Dann noch bei den Thunder, Julius Randle und hier haben wir Landry, okay, ist nix, Xavier Tillman und Desmond Bane, der wiederum ist Paul Millsap, Marc Gasol, Derrick Jones Jr., oh, Alex Caruso, Paul George. Da nehmen wir den Joker mit Power in the Paint. Nice. Wir haben nochmal Emmanuel Quickly und wir sehen den Sieg zum Wiederholen. Hey, Juan, mein Freund. Andre Drummond. Dafür sehen wir Luka Doncic. Nice. Marcus Smart. Enes Kantner. Complete Players, Paul George, schön. Wir sehen Sadiq Bey und wir haben noch Aaron Naismith. Okay, das war's. Wir schauen uns gleich die Hits an. Okay, hier die Hits. Emmanuel Quickly, eigentlich in der Base-Karte auch schon 7 Dollar, aber den habe ich jetzt so für 10 bis 15 Dollar gesehen. Aber eine schöne Karte, freuen wir uns. Bei Melo, da sind wir dann schon eher bei 50 Dollar aufwärts. Ja, leider keine Parallel, aber trotzdem eine schöne Base-Rookie-Karte. Einmal mit vom Rookie auf die Liga. Okay, hier mit Luca, natürlich auch ein schönes Ding. Ja, natürlich auch einer der zukünftigen Gesichter der NBA. Deswegen die Base-Rookie-Card vom Ant-Man auch schon über 50 Dollar. Werden wir schön zum Graden schicken. Ja, also danke für das Video und danke auch, wenn ihr einen Kommentar da lasst oder einen Daumen hoch da lasst.
freuen uns ja immer, wenn wir Feedback von euch bekommen. Und dann bis zum nächsten Video.